Hallo meine Freunde, sind wir wieder zu einer neuen Folge Grünwaldkriege. Wir sind immer noch auf den Gemeindewiesen hier am Gang. Am Mähen. Guck die Stecken hier. Ich hab Wunder, dass die keiner mähen will. Das ist echt scheiße. Warum denn mähen sie doch? Ja. Froh sein. Aber sonst hat keiner sie gewollt, ne? Auf der Zähne noch eine Scheißecke hier hinten. Ja. Wo die. Über der Mauer da rein, ne? Ja, ne, wo der Einkaufs. Wo die Einkaufswagen stehen da. Hm. Also. Keine Ahnung. Wenn nicht der Dings gewesen immer. Einkaufsmarkt. Ja. Weiß. So hügelig, weißt du? Mhm. Wie gesagt, hier der erste Rand ist auch ziemlich glücklich. So Jungs, jetzt kommen wir gleich zur Unterstützung. Es ist geschafft. Was soll ich hier noch mähen? Die 60. Gut. Ich sehe gleich da in der Ecke. Unterhalb. Der Deutz fährt super, einwandfrei. Also ich muss sagen, wie das. Ja, das ist spitze. Und zwei Wiese gemäht und siehst am Tank noch fast keinen Unterschied. Dann lohnt er sich dreifach. Was denn aber ganz voll war, wie wir gekriegt haben? Ich glaube schon, ich weiß nicht. Aber Deutsch ist ja normal dafür bekannt, dass sie sparsam sind, ne? So, wo fahre ich jetzt auf die 60? Um dem Ecken hier? Ah, da hinten. Ah ja, okay. Das geht. Am besten da raus. Vielleicht bei der BGA runter. Besten. Hier raus. Die Korten, nein, jetzt geradeaus. Gucken in den Korten, dann mal richtig. Gut. Und die falsche Wiese mähen.
Aber doch die erste Wiese ist ein bisschen knapp. Ja, das ist. Am besten bis unter der Mauer eine. Hier sind auch eine bei der Kirchhofsmauer, hier sind die Birken, da gucken die Wurzeln raus. Das ist, ja. Siehst du aber leider nicht. Ich hoffe, dass ein paar bessere Felder auch dabei sind. Der enge Kram, ey, oh, furchtbar. Ja. Hoch zum Drehen und Wenden. Ja, bei der 10 habe ich jetzt gedacht, ich lege die Ballen vorne ab. Vorne an dem Windrad kannst du hier ruhig hier. Ja, vorne im Feld habe ich sie hingelegt. Ist leichter zum Laden auch. Ja, bei den kleinen Feldern, da brauchst du auch nicht, alles kannst du auch ein bisschen gerade noch fahren. Macht der Bock ohne mehr Fett. Fahr nur fährt er noch. Das geht so schnell aus. Ecken, das hier, mein Junge. Dafür ist der Bunch war der ja gut, aber für größere Flächen, da bist du wie ewig dran. Ja, hoch runter, hoch runter. Aber bei den kleinen Geräten wirklich was anderes, weiß ich nicht. Schwierig. Ja. Was du am besten nimmst. Bei dir läuft es auch eins. Ja. Die erste Kreise sind immer die dümmsten. Und da mal die weiß, wo die Buckel alle sind. Aber es kühlt. Das ist gut. Also wenn man auf fremden Wiesen fährt, ne, dass nie was kommt. Ja, genau, so ist lieber ein bisschen gemütlicher. Vielleicht machen wir das ja öfter mal für die Gemeinde, da weißt du wenigstens, wo man dran ist hier bei den Ecken. Ja, so wie sie gesagt haben, ja, weil keiner da ist nicht wirklich mehr was machen. Wo sollen die denn später hin, die Ballen? Weißt du das? Alle zum Viehhändler. Ach, gut. Alle die gleiche Richtung. Das ist wenigstens der Vorteil. Dann können wir gesammelt laden. Ja. Bis von Feld zu Feld lädt sie alle. Wenn voll ist, fährst du ab. Was hast du gesagt? Ist alles eins. Recht buckelig hier. Ja, es ist halt so bei den Feldern, glaube ich. Wir müssen nach Norddeutschland gehen. Ist ja bei uns ja ein bisschen, glaube ich. Ja.
Gut, unsere 12 ist auch kein super Wies, ne? Das ist, glaube ich, die Gegend da einfach so. Das werden wir nicht ändern können. Ein bisschen hangig und so hängig. Ich finde es super. Wenn wir ein bisschen nach Norddeutschland ziehen, da wäre es nicht so, ne? Oder nach Holland. Boah, Hügelland sind wir nicht so schlecht. Wir sind aber keine Flachland-Tiroler, oder? Nee. Wir lieben ja die Berge. Ja, eigentlich macht das Sinn. Wären wir nicht hier gekommen. Es ist nicht so langweilig, ne? Das stimmt schon mal. Ja. Und du brauchst schon, du merkst schon den Drachen an, wenn sie was arbeiten müssen. Ja. Auf Erden ein Flachland-Tiroler, das brauchst du ja dann nicht so, ne? Nein, aber. Tirol ist ja auch kein flaches Land, ne? Absolut. Nein, es geht ja nicht um Tirol. Flach. Nee. Na, also, aber Flachländer sind wir ja nicht, ne? Ja. Wollt die Tiroler jetzt nicht beleidigen, denn der Ah ja, das hat aber so gut schon. Ja, eigentlich ich hab's auch so gehört, das hat sich genau so angehört, ja. Danke. Fangs gleich an wie an und dazu mal in der Schule, gell? Ja, genau. Ferdinand, hast du die 11 gewendet da schon? Nee, du wolltest eigentlich eben noch machen, da war der mal. War der Heinz aber noch am Pressen, Mähen, deswegen. Ah, okay, das ist anfangen. Deswegen schwarte ich erstmal, bevor ich dann da weitermache. Perfekt. Wollte ich jetzt im Anschluss dann machen. Das passt gut, dann nehmen wir nämlich der Wende oder Sporter machen. Ja. Kann man noch abmontieren. Ja, ich stell den hinten irgendwo hin. An die. Ich kann den auch halt dran lassen eigentlich, gell? Ja. Ich könnte das eigentlich beide Schritte anmachen, gell? Ich weiß nicht, ob es jemand da wieder aufkreiselt. Da dran lassen und da oben lassen. Ja, ja, klar. Aber ich bin ja noch nachher fertig, also. Damit du was zum Tun hast. Ja, einmal was zum Tun. Wir haben ja noch. Ja, die steckt noch gut in die Knochen. Welche ja. Stempel haben wir noch? Stempel übrig, oder? Der Klaas ist ja noch dafür zu zetern, ne? Das ist ein bisschen schwer, gell? Ja, deswegen habe ich hier den MF geholt. Alles geht schon. Wir brauchen ja nur ummontieren schnell. Was? Wir brauchen zuerst schnell ummontieren, das ist ja kein Problem. Ja, wir können doch gerade erst wenden und schwaden und pressen tun wir dann nachher ja. Noch. Genau. So, 60 ist auch fertig und jetzt? Moment. Was hast du mir schnell geguckt? Dann Faust weiter. Dann mal 37, ja? Restzettel rausholen. Faust am besten. In den 41. Faust jetzt an 41. Fangt von draußen an. 41, 48. Okidoki. 49, 48. Okay. Die sind da unten, okay. Da komm ich an der 37 aber vorbei, oder machen die nicht? Ja, dann machst du das 37. 37, 48 und dann gehe ich, genau. Ja. Da kann ich unten beim Bahnhof tanken, wenn wir soweit fertig sind. Genau. Das passt da, weil wir haben echt eine Riesenliste gekriegt. Lass mal durchblicken, ja. Da muss man durchblicken. Der von der Stadt ist nur da gestanden, das. Ja, wenn du dran bist, passt ja auch. Wo soll ich den Spader hinstellen? Ja, brauchst du da vorne auf und den. Gerade hier bei uns auf Feld. Ja, das Feld um.
Das wäre total halt Traum, wenn er da Carpo da wäre. Aber da muss er wieder irgendwo hinfahren. Ja. Die schönen Wiesen, die Sägen reißen sowas, das dürfen wir nicht mähen. Wir fahren nur in die Scheiße. Ja, vielleicht kommt's ja noch, wie war's aus dem Land. Wir haben jetzt ja nur das, wo Heu ist, gekriegt. Mhm. Er hätte Silage auch noch gehabt, aber er hat gesagt, na, jetzt machen wir nur mal Heu. Mal, genau, ja. Wegen Wetter, das ist schon besser. Meinst du am anderen? Ja. Brauchen wir jetzt hier... Marathon-Rennen brauchen wir keinen. Ne. Ja, das sieht schon mal gut in der aus. Stadt da gesagt. Das sieht schon besser aus, das hier. Das ist mal eine große Wiese. Wo bist du jetzt? Auf der 36, 37 müsste das sein. Guck mal gerade nach. Ja, 37. Gut. Das wäre eine Wiese für uns. Kommen die Pachten demnächst? Wir müssen mal nachfragen, also wie gesagt. Wenn der Erntestress vorbei ist, können wir sie immer noch vor. Ja. Und wenn man die nicht ewig pachten muss, dann kann man ja ernten und dann verpachtet man die wieder. Also dann gibt man die Fall wieder zurück. Lass uns mal so mal fragen, wie das läuft. Obwohl so klein das ist, das fällt das 10er, aber einige fallen. Da können wir ja vielleicht ein paar verschwinden lassen. 12 Ballen, ja, hat er gesagt, es wird wahrscheinlich was bleiben für uns. Wenn nur zwei, dann sparen wir uns das Geld für Bocht und so weiter. Ja, genau. Das ist schon mal gut. Das macht fehlt, hier kannst du mir mal Gas geben hier auf dem Acker. Das ist für Kurbeln, ja. Genau. So, was hat er gesagt? 60, ja. 60 gehört bei dir. Wenn ich stehen kann. Ich komme dir entgegen, ja? Und hier kommen bestimmt jede Menge Ballen runter auf der Wiese hier. Aber gut, meine Freunde, das sehen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, ein Abo wäre ein Träumchen. Wenn ihr mit uns reden wollt, kommt Teamspeak vorbei. Dann habe ich hier in der Videobeschreibung. Und bis dann. Haut rein. Tschüss.